Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wasser auf Strecke feucht und hier haben wir Regen, Regentropfen. Schön, das ist toll, dass ich das auch noch mitkriege. Dann würde ich ja sofort... Warte mal, es ist die falsche... Ja, ja, das war die falsche. Den Tang müsste mir... Muss er abbrechen. Den Tang müssen wir, der geht jetzt an die Box. Okay, okay, okay. Puh, ich hoffe, das geht sich noch aus. Aber das wäre jetzt perfekt natürlich. Ein perfekter Boxenstopp. Das könnte uns in die Karten spielen. Ah, schön, dass wir das auch mal sehen. Jetzt müssen wir natürlich die Tankmenge wieder einstellen. Und nochmal reparieren. Ja, machen wir schnelle Stopp. Ja, soll sich anstrengen. Reifen mal Intermediate. Jetzt wäre interessant, wie lange es jetzt regnet. Schaut schon so aus, als würde es länger der Fall sein, aber das ist halt echt immer sehr kurzfristig. Von dem her lohnt es sich da wirklich immer einen Blick drauf zu haben, weil man bei dem leichten Regen noch kaum was sieht. Tang, komm rein, bitte, bitte. Ja, sehr schön, Tang. Sehr schön. So, jetzt muss die Boxencrew es dann auch richtig hinbekommen. Und bei ihr, die können wir eigentlich auch gleich reinschicken. Oder? Ja, natürlich. Ja, ja, klar, wir gehen da jetzt alles auspacken. Das könnte uns ja, wenn es gut geht, weit nach vorne spülen. Sie hat alle Komponenten gut im Griff. Mama, schnelle Stopp. Ja, obwohl wir gewinnen nichts durch den Schnellen. Dann mach ausgewogen. Dann haben wir wenigstens einen noch sicher auf der sicheren Seite. So, so sie haut jetzt noch einmal... Das Nachtanken ist schon mal schief gelaufen beim Tank. Sie haut noch mal ordentlich alles raus, geht auf voll Aggressivität, nutzt noch einmal die Reifen ordentlich aus. Also beim Nachtanken haben sie... Ja, der Tank... Mal wieder der beim Tank ist nicht so gut im Tanken. Verdammt. Da kam mal wieder Valvos legendärer Wortwitz. Tut mir leid. Ja, das schaut ganz cool aus, oder? Ist jetzt gut nass, jawohl. Und jetzt schaut ganz geil aus. Die anderen sind alle dann noch auf soft und weich unterwegs. Mal schauen. Kann auch sein, dass es gleich wieder... Oh, das Nachtanken schon wieder nicht geklappt. Dilemma. Die Strecke ist getrocknet. Das kann ja nicht sein. Steht immer noch feucht da. Mama, ignorieren erst einmal. Ignorieren wir das. Weil die Strecke ist doch nass, wir sehen doch hier den Film. Ja, vor allem soll's ansteigen. Vielleicht war's zu früh? Ja, könnte auch sein. Ja, es regnet doch hier. Was war denn beim Tanken los? Hey. Also wirklich, ja, richtig. Und das? Den Idiot hauen wir nach der Folge raus. Echt, das war schon auf normal nur. Wir haben gar nicht auf schnell getankt. Also ist die Strecke trocknet ab. Was hat denn der Tank? Ich glaube, der ist zu blöd, mit Regenreife umzugehen. Da hat sie weniger Probleme. Guck dir doch mal an, es ist nass. Ja. Es ist eine Gischt. Also ich weiß nicht, was der sieht. Ich glaube, der sieht genauso viel wie andere, die über Frisuren lästern. Ich glaube, so ähnlich sieht er das auch. Aber der kann sich die Reifen noch ein bisschen aufbereiten. Kriegt noch ein bisschen. So. Oh, wir werden schon nach vorne gespült, wie gesagt. Greift noch ein bisschen mehr an. Wie ist das von Tank und allem? Meinst du, das könnte sich ausgehen, dass wir da tatsächlich durchkommen? Naja, das wird knapp. Ich glaube nicht. Wenn ja, dann wird uns das jetzt voll in die Karte hauen. Obwohl Blödsinn, doch, das geht sich aus. Das geht sich aus. Mit dem Tank könnte man es durchkommen. Da hast du recht. Dadurch, dass wir ja nochmal tanken waren mit der Ferneo. Mit dem Tank auch, klar. Das mit dem Tank ja, auch. Für 9 Runden. Jetzt ist halt nur die Frage, ob es wirklich... wie feucht es ist und wie lang es regnet. Weil wenn es gleich wieder auftrocknet, dann sind wir gearscht. Schauen wir uns mal die letzte Rundenzeit an. Die war 1,25,2. Das ist, naja, mittelmäßig. Mieser als Jorens Tier, aber besser als El Salat zum Beispiel oder Melo. Also da halten wir durchaus mit der Rundenzeit. Ja, und die Feuchtigkeit der Strecke, die wird jetzt auch nicht weniger. Und man sieht es ja auch hier. Das
Also ich habe schon ein gutes Gefühl, es könnte uns nach vorne spülen. Oh Gott, da muss ich wieder an die Regen-Grand Prix denken von Formel 1 Manager, wo wir gesessen sind und gehofft haben, dass es noch weiter regnet. Und dann haben wir immer einen Fahrer riskiert. Da war der Legal meistens der. Ja, Grand Prix, Legal haben wir da verheilt. Und schau an, jetzt ist er Grand Prix 2 Weltmeister, der Legal. Hat uns bewiesen, dass er es kann. Jetzt, wo er nicht mehr Teamkollege von Beißler ist. Ja, richtig. Na, das kann aber vielleicht irgendwann wieder kommen. Ja, wisse ja nicht, wo der Beißler vielleicht mal nochmal hinwechselt in Grand Prix 2. Schon mal alles möglich. Aber stimmt, es war schon immer die wirklich besten Geschichte, die rege Grand Prix. Sie haben schon immer Spaß gemacht. Ja, das ist am lustigsten. Und da fiebert man einfach am meisten mit. Ich werde jetzt ein bisschen auf konservativ gehen, weil unsere Reifen ja doch ein bisschen abbauen. Nicht, dass wir da nochmal rein müssen. Der 11. Platzierte kommt schon und will uns schnappen. Wir sind momentan auf dem 10. Platz mit einem Fahrer. Ah, der muss jetzt in die Box. Sehr schön. Da Box zweimal. Mal schauen, auf was die wechseln. Der wechselt auf Soft, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, die wechseln nach wie vor auf Trockenreifen. Die sind fast genauso blöd, würde ich sagen, wie bei Grand Prix World im Regen, wo sie auch dauernd lange Zeit auf Trockenreifen, dann wechseln sie im Trockenen auf Regenreifen. Ah, ich verstehe ja schon alles erlebt. Wie kann jemand noch so gute Zeiten fahren teilweise und andere fahren wieder total miese Zeiten? Sehr durchgemischt gerade. Aber wir können nach wie vor mithalten und das... Der Tank müsste sich ein bisschen anstrengen, dann dem seine Reifen werden auch zu kalt. Ja. Der Paydriver muss sich ein bisschen anstrengen für das Geld. Aber da müssten wir halt eventuell nochmal reinkommen. Sollen wir es riskieren? Ja, der Tank hat ja nichts mehr zu verlieren, das 18. Er kann ja nur noch gewinnen. Das heißt, den werden wir auf aggressiv stellen? Den werden wir auf aggressiv stellen. Bei Pernet, die sitzt gerade gut im Ziel. Zielvorgabe erreicht, die ist 9. Aber der Tank, der müsste noch ein bisschen was leisten. Mhm. Der hat ja nichts mehr zu verlieren, der ist eh weit außerhalb vom Ziel. Bisher gefällt mir das echt ganz gut getimt. Also da haben wir derweil, schaut es ganz okay aus, aber gucken wir mal. Man darf wirklich das nicht aus den Augen verlieren da. Nee, also das ist anders wie bei Grand Prix World, wo man mal ein bisschen mehr weggucken kann. Weil es lange dauert, bis mal aus 4 Punkte 3 Punkte werde beim Reifen. Hier ja. Geht es leider sehr, sehr schnell. Jetzt wären auch ihre Reifen langsam kalt. Ah, naja. Ah, da muss sie noch durch. Ich möchte mit ihr gerne wirklich durchfahren. Ja, das 10 Sekunden Strafe bekommt einer wegen einer Kollision. Ah, okay, cool. Der Eddie Joe hat hier Brems blockiert. Der Bremsen hier? Blockiert. Der ja, hinter genau. Uns fährt. Okay. Da könnte der Tank vielleicht sogar was gewinnen. Also damit haben wir auf jeden Fall einen Platz in Richtung Platz 13 schon mal safe. Wenn der wegfällt, so groß ja. Sind die Abstände nicht. Muss der Tank nochmal rein? Ja. Was machen wir? Bleiben wir auf Intermediates, oder? Ja, ich glaube nicht, dass das Wetter reicht für Regenreifen. Das wäre jetzt ja schon sehr, sehr... Nee, ich habe nur überlegt... Ah, guck an, sie kommen auf Intermediates rein. Sie fangen langsam an, Intermediates zu nutzen. Sehr schön. Das ja, heißt, da werden noch ein paar reinkommen. Schon. Das ist schön. Ja, dann würde ich den Tank jetzt auftanken, zack... Vielleicht gewinnt er nochmal was, der kriegt nochmal Strafe. Also den müssen wir nochmal reinholen, das heißt, mit dem Tank hat es nicht geklappt. 5 Runden, das sollte reichen, oder? Na, mach noch 2 zusätzlich. Okay, und dann kann er notfalls noch einmal richtig schön Gas geben. Richtig, Teilezustand, wie immer. Da 37, Müssen wir reparieren, da ist nichts. Obwohl, komm, wir riskieren. 4 Runden, das riskieren wir. Und ein schneller Boxenstopp. Quima ja. Nix. Trotzdem. Die müssen auch was lernen, die Doubles. Ja, eben. Richtig gesagt. Wir verstehen uns. Und den schicken wir auf hohes Motor-Mapping.
Ja, der Motor kann ruhig verheizen, der ist uns eh scheißegal jetzt. Alles denn ausquetschen aus den Schlappen. Wenn da vorne noch einige reingehen, dann hat die Pernet, Achtung, die kommt jetzt nach vorne, gehen wir auf die Pernet, wie ist denn Tank, wie ist denn der Tank bei ihr? Der Tank sind 5 Runden, das sollte reichen, sollte in Ordnung das sein. Das ist blöde, ich sehe nämlich bei der Pernet nicht die Tankanzeige, echt? Weil da gerade dein Skype-Profilbild davor hängt. Entschuldigung. Aber das macht ja nichts. 4,82 und das sind noch 4 Runden. Das sollte sich ausgehen. Das könnte uns, da vorne ist einer schon mit Intermediate jetzt, aber es könnte uns trotzdem noch 2-3 Plätze nach vorne spülen. Die Reifentemperatur ist jetzt völlig im Keller bei uns. Der El Salat will uns angreifen, auf den weichen Reifen natürlich. Ich würde sagen, wir haben noch 4 Runden. Ja, in der nächsten Runde könntest du sie noch mal aggressiv stellen. Das sollte sich ausgehen. Auf den Tank meinst du? Weil die Reifen, bei den Reifen, die sind 40%. Nee, da hat es keinen Sinn. Hinter dran, ich stehe jetzt mit Intermediates. Wir werden bald abgefangen, befürchte ich. Ja, komm schon, sagt irgendwer. Also der Tank haut einmal alles raus. Der verpulvert alles. Pro Tank fällt zurück auf Platz 18. Also habe ich mir das nicht vorgestellt. So ein Bügel. Ja, das war nicht der Matchplan, würde ich Joe gerne an der Stelle sagen. Es ist nass und die kommen an die Box. Wechseln die vielleicht auf... Nee, die haben auf Intermediates gewechselt, okay. Ich dachte, dass sie vielleicht sogar auf Regen noch wechseln. Ja, aber dafür wäre es jetzt zu spät. Wir müssen jetzt eigentlich durchfahren damit, weil... Dafür sind es zu wenig Runden, da wird man alles verhauen. Wir liegen momentan auf einem sehr guten 7. Platz, damit kann man zufrieden sein. Da vorne fahren noch 3 mit Softreifen. Das könnte sein, dass wir vielleicht noch ein, maximal 2 Plätze nach vorne kommen. Stimmt, ja. Werden wir vielleicht 5., 6. Und da sind wir sehr, sehr gut dabei. Malvo hat schon gemerkt und schaltet mal auf die Fahrer. Da sind auch Überrundete dazwischen, was uns natürlich auch... Das gab es ja bei Grand Prix, bei F1 Manager Professional nicht. Da waren die überrundeten Bremsklötze. Naja, denen war völlig egal, was man da gemacht hat. Aber uns wird es noch eine Platzierung nach vorne spülen. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Und da sind wir schon dran. Wir müssen nur wirklich auf die Reifen noch aufpassen. Und ich glaube, wir 29... überholen noch vor der Boxenstopp. Jawohl. Oh, da werden wir eiskalt ausgekonnt. Hast du das gesehen? Ja. Aber die anderen frischere Reifen, wir sind immer noch auf einem guten 7. Platz. Da vorne der Gerard, der muss jetzt auch, 6. Ich hab's jetzt nicht lesen können. Irgendwer hat den Eindruck, dass die Reifen nicht passen. Aber, ja. Ja, Pernis Reifen sind halt sehr, sehr kalt. Da müssen sie durch, letzte Runde. Der Tang wird wohl nichts mehr gewinnen, obwohl wir den voll auf aggressiv fahren lassen. Der pumpt gerade alles aus den Reifen raus. Zustand nur noch 44%. Ja, Pernet hat ja auch die besseren Fähigkeiten. Das ist ja auch... Ja, komm, lass uns vorbei, Überrundeter. Lass uns durch. Danke. Ist da noch jemand an die Box gegangen oder nicht? Letzte Runde. Die anderen sind auf jeden Fall zurückgefallen, die mit den Softreifen. Und bei Abeloa weiß ich nicht, wie weit der Vorsprung ist. Naja, den werden wir nicht mehr kriegen. Das heißt, wir müssen uns mit dem 6. Platz fast zufrieden geben. Das ist doch perfekt. Damit haben wir den Bonus erreicht. So, Rennen beendet. Platz 7 ist weit weg, das heißt, das sieht nicht schlecht aus. Der Abeloa, der rettet sich wascher. Ja, hat sich mit Softreifen auf nasser Bahn ins Ziel gerettet. Das muss man auch mal schaffen. Muss man auch sagen. Ja. Timo Glock lässt grüßen. Der Tank, das war ziemlich übel. Da bist du auch gefahren wie ein Trottel. 6. Platz. Boah, die kommt mit abgelutschten Reifen gerade noch durch. Sehr schön. Wir haben einen Boxenfunk eingespielt. Great drive, yes, 6th place. Thank you guys, woo. Und was sagt der Tank?
17th was not a good race for you. What the beep? Darf man ja nicht leider nicht sagen, ne? Aber der Chinese kann gut das Englisch. Da gibt's eine Siegerehrung, die wir leider nicht sehen. Er steht einfach nur in der Box. Ja, gut, das kannst du jetzt also auch nicht erwarten. Das gab's bei Grand Prix oder so auch nicht. Das kann man jetzt ja nicht erwarten. Aber hier, was ich sehr schön finde, die Reifenstrategie und das Lapchart, was es da noch da gibt. Ja, da sieht man, wir haben am schnellsten reagiert und haben ihn unsere Pernet reingeholt, an 12. Stelle liegend, und sie ist dann auf Platz 6 dadurch nach vorgekommen. Die Hälfte der Platzierung noch einmal geholt, das ist stark. War auch super mit den zweimal Soft, ich glaube, das hat er gut in Karten gespielt. Beim Tang, naja. Ja. Ne? Den mussten wir leider noch einmal ungeplant stoppen lassen, aber beim Tang haben sie ja auch öfters mal das Nachtanken versaut. Darf man ja auch nicht vergessen. Da hätte sicher noch was sein können. Aber wir hätten ja schon mal 6. Platz. Aber ich finde das echt hübsch. Da gefällt mir total gut. Die Info. Dann haben wir auch die Reifenauswahl. Boah, das ist aber cool. Das gefällt mir echt gut. Dass da so viel Feedback da drinnen steht. Live-Kommentar vom Rennen. Kann man gegebenenfalls nochmal nachholen. Michi könnte uns alle Boxenfunks nachreichen. Platzierung. 15 Punkte. Hatten wir eine schnellste Runde eigentlich? Das könnte ja auch noch Punkte geben. Die hatte der im Trockenen, der Abeloa. Abeloa. Darum hat er auch gleich viele Punkte wie der Erste. Aber wir haben trotzdem mit Platz 6. Also dein Einkauf auf dem Transfermarkt hat sich hier schon mal bewährt. Yes. Hätten wir das mit dem Nick Chu geschafft? Ich weiß es nicht. Hätte schon wieder vergessen, wie der geheißen hat, der Chu. Der Valvo hat natürlich das Näsle bewiesen und hat gleich gesagt, wir tun mal radikal etwas umändern. Nicht so wie andere, die sagen, wir müssen was ändern, wir haben keinen Plan, gell, Valvo? Du hast ja den Plan von Anfang an schon gehabt. Sehr schön. Der Zweite hat auch noch Punkte bekommen. Das finde ich auch ganz nett, dass jeder Punkte kriegt, der durchkommt. Also es ist ein Punktesystem, wo dann alle 20 Punkte bekommen. Ah, das ist ja quasi wie in der NASCAR in Amerika, da ist das ja auch normal. Da haben wir immerhin jetzt schon mal schöne 19 Punkte gesammelt. Garuda, ja, die Besten, der hat natürlich gewonnen im besten Auto. Und wir, für das, dass wir das 7. stärkste Auto haben auf dem 6. Platz, ist auch ganz nett. Finde ich. Da haben wir noch Verlaufsergebnisse. Ja, das meinte ich, das Lab-Chart, kann man sagen. Das finde ich auch super. Ja. Das gab es ja auch bei Grand Prix 3 gab es dann, glaube ich. Bei 2 gab es noch nicht. Ich habe gerade überlegt, woher ich es kenne. Ja, Grand Prix 3 könnte gut sein. Da hat man es eigentlich, dahin ist es, glaube ich, angefangen. Bei 2 war das noch nicht drin. Sieht man auch, wann die an die Box gekommen sind zum Reifenwechseln, wenn mich da jetzt nichts täuscht. Müsste das bedeuten? Grand Prix 4 war das auch drin. Das Lapchart. Positionstracker, aber ich nenne es halt Lapchart. Und man kann sich auch nur unsere anzeigen lassen. Ja, da haben wir uns gut geschlagen, also schlechte Startplatz gehabt, warum auch immer. Ja, genau. Das haben wir noch nicht herausgefunden, das wie man die Startplätze, nach was die zusammengewürfelt werden. Also für das sind wir echt gut noch vorgekommen, gerade Pernet hat mir gefallen. Hat sich gerechtfertigt, dass du sie verpflichtet hast, hat sich gleich damit bedankt mit dem 6. Platz. Und dann haben wir noch das Veranstaltungsergebnis. Ja, das sehen wir nochmal die Veränderung um 13 Startplätze. Das heißt, ja, wenn es diesen Kawakatil nicht geben wird, wären wir Man of the Match, Man of the Race. Ja, der eine mit einer Strafe noch belegt, sieht man da. Bei Evans ging es ja ganz schön bergab. 19 Positionen verloren. Das war der mit dem Crash, glaube ich. Er hat, ja, also dieses Startergebnis schaut wirklich sehr interessant aus.
Der im miesesten Rennen, im miesesten Auto hatte die Pole Position. Naja. Scheint wirklich sehr zufallsmäßig zu sein, die Startaufstellung. Aber vielleicht kommen wir da noch dahinter. Ja auch gewollt. Vielleicht sollte das ja auch so sein, um Spannung zu generieren. Das wäre natürlich, dann wären natürlich die Rennen interessant. Wenn wir jetzt unten an der Boxenmauer den Rhinoceros sehen, der sich freut. Der jetzt gleich den französischen Kollegen Rede und Antwort stehen muss. Gut, dass wir jetzt nicht disqualifiziert wurden, weil wir ja, weil irgendwas nicht gepasst hat von den Einstellungen her, von den Regeln. Ja, das sehen wir auf der sicheren Seite. Na, du hast ja keine riskanten Teile entwickelt. Richtig. Das 5 in der Teammeisterschaft, wenn wir das schaffen würden, wäre es natürlich richtig cool. Er hat's mal verkackt. Hab mir gerade ein T-Shirt mit dem Namen von Bo Tang drauf gekauft. Super cool. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn er das von der Alexia Perny genommen hätte. Leben im Cockpit. Garuda Racing. Interessiert doch niemanden. Sehr schön. Die Hashtags. Das wäre was für den Novi in das Spiel. Motorsport Manager. Und wie hast du das Rennen gefunden? Wie hat es dir gefallen von der Präsentation her? Ja, das ist schon super. Man merkt ja auch im Menü, auch bei dem Wochenablauf, das ist ein klassischer Sega-Manager. Viele Elemente kommen mir auch vom Football-Manager gleich bekannt vor. Und natürlich Grand Prix World und F1-Manager. Man kann sofort herausfinden, was welches Element ist. Doch gute Präsentation. Die dürften sich echt so die besten Sachen abgeguckt haben. Die haben es aber richtig gemacht. Da gab es ja Publisher, gell, Valvo, Calypso, Husus. Die haben es nicht so gut hinbekommen. Was? Auch da gibt es ja schöne Videos vom Valvo, wie er dieses legendäre 2010er Pole Position mal richtig schön hergezeigt hat. Die Wurst-Zähme. Und wir dürfen nicht vergessen, genau, der Kommentar, wo du eingeblendet hast beim 5-Jahres-Special. Aber auch RTL hat sich einmal so einen Manager versucht. Der war ja auch mit minder gutem Erfolg. Man könnte sagen, er war derselbe Rotz. Aber das wollen wir ja so weit nicht gehen, weil er wurde ja von Christian Danner entwickelt und versprach damals guten Fahrspaß. Vielleicht hat er auch die Jahreszahl verwechselt und sprach von dem Spiel. Hat er die Zukunft vorausgesehen? Ich weiß es ja nicht. Bei dem Spiel können wir wirklich vom Spaß sprechen. Ja, auch ganz cool. Ein Teambericht am Ende vom Rennen. Ihm hat es nicht so gut so viel Spaß gemacht, da auf Platz 17 ins Ziel zu kommen. Vor allem, weil der Nummer 2 Fahrer mehr gerissen hat als er. Von dem her Änderung scheinbar von der Moral minus 11. Beziehung zum Mechaniker hat auch ein bisschen gelitten. Da müssen wir uns echt bald überlegen, ob wir den loswerden, den Bo Tang. Nein, weil er Paydriver, obwohl, der hat ja einen langfristigen Vertrag. Ja, für das eine Jahr. Ne, ich glaube, der hat einen längeren Vertrag, müssen wir mal reingucken. Der Bo Tang, der hat 10 Monate. Bei ihr und bei ihm habe ich es verlängert, beim Lau und bei der Penny. Ja, ich habe gemeint, der Bo Tang hatte noch 30 Monate gehabt. Na okay, dann schauen wir mal gleich rein. Aber ich finde es gut, was die sich da verbessern können. Ja, und er verbessert sich als Testfahrer super. Also deswegen wollte ich ihn noch als Testfahrer drinnen lassen, bevor wir den dann befördern. Auch Beziehung das ist hat für sich mich vergrößert, verbessert. Hm? Auch das ist für mich ein klassisches Sega-Merkmal. Football Manager. Werte von 1 bis 20. Das ist ja, das stimmt. Klassische Sega-Merkmal für diese Spiele. Stimmt. Und die Zufriedenheit ist auch raufgegangen beim Vorsitzenden. Sehr schön. Die Marktfähigkeit auch. Also das Team wird irgendwann interessanter und es gibt hier ein bisschen Geld. Sponsoren anlocken und so weiter. Klingt schon ganz cool. Genau, wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Ich glaube auch eben dadurch, dass wir das Ziel erreicht haben, obwohl das da gar nicht mit drinnen steht. Vorsitzender Gehalt und Sponsor. Ja gut,
Genau, weil Sponsor wird das wahrscheinlich mit reinfallen, die 200.000. Nice. Da haben wir den World Motorsport Championship und der Asia Pacific Super Cup. Da hatte ich gestern mir ein Rennen angeguckt. Auch das ist interessant. Und dann haben wir hier uns noch einmal in der untersten Liga. Da bin ich mal gespannt, ob es da auf einen Abstiegsmodus gäbe. Ja. Und ob man dann mit dem Team aufsteigen kann oder ob man dann ein anderes übernehmen muss, davon gehe ich nämlich eher aus. Ja, wahrscheinlich, weil es gibt ja, obwohl ich wäre auch nicht unmöglich, wenn sie einen Auf- und Abstiegsmodus da einführen. Das wollte ja der Max Mosley damals in echt mal in der Formel 1 machen, vor 11 Jahren. Mhm. Dann ist er gescheitert damit, weil die FIA gesagt hat, das ist ja Quatsch, das will man, die Teams haben gesagt, das ist ein Blödsinn, das wollen wir nicht. Wenn sie das im Spiel machen, wäre es halt richtig cool, weil dann kann man halt wirklich sein Auto effizient weiterentwickeln. Jobsicherheit ist jetzt auf jeden Fall sehr sicher. Und da man die Zielvorgabe erreicht, klingt gut für alle. Tang hat uns Geld in die Kassen gespielt. Erhöht auch nochmal die Zufriedenheit vom Vorsitzenden. Hier, schau mal, Tang. Guck mal auf die restliche Vertragslaufzeit. Oh! Ja. Oh. Der hat noch einen sehr langfristigen Vertrag. Da hast du recht. Das ist mir schon im zweiten Part aufgefallen, dass der sehr lange Vertrag hat. Also das wird schwierig, den rauszuhauen in Sachen Paydriver. Mhm. Zum Glück ist es nicht so teuer, den rauszuhauen. Also spielt er uns jetzt ein bisschen Geld in die Kassen. Eigentlich haben wir nach 2 Rennen dann das erreicht, was es kostet, ihn loszuwerden. Das ist ja auch mal nett. Und dann schauen wir mal, wie gute Dienste der uns noch leistet. Also ich würde auf jeden Fall jetzt, weil er Paydriver ist, ihn auf jeden Fall müssen wir den die Saison behalten. Mhm. Aber in der nächsten Saison kannst du den ja durch wieder so einen talentierten Fahrer ersetzen. Das Händchen hast du ja dafür. Ja, und jetzt sind wir am Ende der Folge. Ich möchte auch noch ankündigen, es wird bald ein Special geben, an dem ich gerade am Schneiden bin. Da, ich sag nur, Scouting wird da sehr wichtig werden. Da könnt ihr euch schon mal auf was freuen, auf was gefasst machen. Bin ich aber gerade noch aktuell am Produzieren davon. Na gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Michi, fürs dabei sein. War echt super. Ich mag gern. Es ist übrigens gerade 3 Uhr nachts, also wundert es euch nicht, sollten wir schon ein bisschen geschlaucht sein. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind... Jetzt hört man Michi gar nicht mehr. Entweder sein Kabel hat sich verheddert oder ist gerade weg. Ich sage auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Rennen. Und ja, dann sage ich auch danke für Michi, dass er dabei war. Gerne, gerne. War echt lustig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in München in Deutschland. Ja, mei, in München, ein Moss und ein Brezeln. Und ich sag jetzt Servus. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.